weiß, es ist ein bisschen laut um mich herum, aber das liegt daran, dass ich heute hier in Osnabrück bin und euch mal hinter mir seht ihr schon, Schirrazade zeigen wollte. Ich wollte mit euch da mal so ein bisschen durchgehen. Es ist natürlich ein kleineres Geschäft, aber trotzdem ist es das wert, euch das mal so richtig zu zeigen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, hier haben wir schon am Eingang die ganzen schönen Armbänder, die der Eckart hier verkauft. Ich weiß gar nicht, ob er sich jetzt gerade versteckt hat. Da ist er! Das ist Eckart! Das ist der liebe Eckart, der mir immer meine schönen Dekorsachen für den Wohnwagen zur Verfügung stellt. Eckart, sag doch mal Hallo zu den Leuten. Hallo, ihr lieben Leute. Ja, und hier hinten seht ihr auch schon direkt die ganzen schönen Kettenanhänger. Das ist auch, glaube ich, ganz viel mit Silber. Eckart, ist das ganz viel mit Silber? Ist doch Silberschmuck. Alles mit Silber, sagt er gerade. Ihr könnt es sehen. Hier haben wir dann auch ganz viel mit Echtsteinen zum Beispiel. Anhänger mit Echtsteinen. Und dann die ganze Palette mit den Ohrsteckern. Und ja, also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn ihr hier durchgeht und durchstöbert. Hier habt ihr ganz viele Ohrstecker. Dann kommen die ganzen Fingerringe, auch in allen möglichen Größen, auch viel Silberschmuck. Und auch hier hat der Eckart ganz viel mit Echtsteinen. Das spiegelt sich hier jetzt gerade ein bisschen, aber ich glaube, ihr könnt es trotzdem sehen. Ja, und ich glaube, ihr könnt euch denken, warum ich hier so gerne stöbere und auch ganz viel für den Wohnwagen besorge, weil es passt halt einfach alles so unglaublich gut. Ich drehe mich jetzt gerade mal so ein bisschen mit euch zusammen. Wie gesagt, hier hinter mir, hier oben, haben wir auch wieder diese ganzen Tücher, da oben Kissen. Dann, ich zeige euch mal eben die Decke. Da haben wir nämlich so ein paar schöne Lampions, die auch demnächst bei mir im Wohnwagen hängen werden. Hier vorne haben wir ganz viele Traumfänger. Da hat Schirrazade auch ganz viel Auswahl für euch. Die Traumfänger gibt es auch im Online-Shop, oder? Die gibt es nicht im Online-Shop. Okay, dann müsst ihr doch mal hierher kommen und euch das ganze Szenario angucken. Hier oben haben wir dann noch ganz schöne Wandbehänge. Davon hat Schirrazade auch ganz viel Auswahl. Die Wandtücher, das sind die, die ich auch in meinem Wohnwagen da unter der Decke platzieren wollte. Und die gibt es immer in verschiedenen Größen. Ich glaube, das Größte war 240x240. Genau. 240x240. Schapati hat aufgepasst. Ja, und hier hinten haben wir dann nochmal die ganze Tücherecke. Viele von euch haben ja auch schon mir geschrieben, dass sie im Online-Shop diese Tücher sich besorgt haben. Unter anderem gibt es da auch die hier mit diesem Glitzerfaden drin. Das sind, glaube ich, diese kleineren. Ich sehe sie jetzt gerade hier nicht. Ach, hier. Da haben wir sie. Das sind die mit diesem schönen Silberstreifen da drin, die es früher immer gab und dann eine ganze Weile nicht mehr. So, jetzt seht ihr mich da auch wieder. Ich bin jetzt nicht gerade hier in so einer kleinen hinteren Ecke, wo die Tücher drin sind. Ja, ich habe übrigens heute mein Handy dabei, statt meiner Kamera, weil das ging heute irgendwie alles nicht so schnell. Ja, was habe ich denn hier noch? Ketten kann ich hier euch noch vorführen, was hier alles so gibt. Dann so ein paar Duftfläschchen sind das, glaube ich. Jasmin. So was habe ich noch nicht ausprobiert. Ich probiere immer nur die Räucherstäbchen. Dann haben wir hier noch Aufkleber und Patches und Ohrringe aller Art. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich viel, was ich euch hier auf einmal zeige, aber ich wollte euch einfach mal hier so ein bisschen durchführen und euch mal so das grobe Programm von Eckart Schirrazade zeigen. Jetzt stehe ich hier im Eingang und zeige euch einfach mal so einen Rundumschlag.
Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Ausflug zu Scheherazade gefallen. Ich weiß, das ist recht viel auf einmal, aber ich wollte euch ja auch mal einmal so einen schnellen, schönen Einblick in den Laden geben. Und ich werde euch auch noch mal die Adresse in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten habe ich hier auch noch mal das Kärtchen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Es geht so. Aber ich werde euch das auch gleich noch mal einblenden. Und das könnt ihr dann hier unten gleich lesen. Ansonsten auch, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und die meisten Sachen aus dem Lädchen findet ihr auch auf der Homepage von Scheherazade bei eBay. Da müsst ihr dann in der Suchleiste Piercekrams eintragen und dann werdet ihr fündig. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt bezüglich Scheherazade, könnt ihr mich gerne bei den Kontakten fragen und dann werde ich euch antworten. Ja, ihr Lieben, ansonsten würde ich sagen, war das hier so meine kleine Zeigetour durch den Laden. Und jetzt werde ich mir gleich noch ein paar schöne Dekosachen für den Wohnwagen ausgucken und mit Eckhart mal besprechen, was man da noch so tun kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Alles Liebe, eure Schapati. Ade!